Bis ein Bier von der Entstehung bis hin zur Produktion fertig ist, gibt es verschiedene Arbeitsschritte. Zuerst kommt der Kunde, er bringt uns ein Manuskript in digitaler Form, das sind meistens Wordvorlagen. Ische Schriftsetzer tut das Buch umbrechen, das heisst, er tut das Gestalten in eine schöne Form bringen. Dann kommt der Kunde zuerst gut zum Druck, er schaut das an, tut noch Korrekturen vorbringen, die machen wir nachher, eventuell gibt es noch ein zweites und ein drittes gut zum Druck. Es ist natürlich noch die Umschlaggestaltung, die immer sehr wichtig ist, die müssen dem Kunden natürlich gefallen. Wenn nachher das OK im Haus ist, dann machen wir die sogenannte Druckplatte. Die machen wir mit der Maschine, die ihr da im Hintergrund seht. Die Druckplatte geht nachher über in die Druckmaschine. Dort drücken wir das Buch. Das sind nachher also so Einzelseiten, die auf einem grossen Bogen drauf sind. Die tun wir richtig anordnen, weil das ist nachher für den weiteren Arbeitsprozess sehr, sehr wichtig. Und zwar gehen die Bagen am Drucken, lassen wir die so 24 Stunden trocknen. Wenn die trocken sind, gehen die nachher auf die Falzmaschine. Dort tut der Falzer die so falzen, dass sie nachher eine richtige Seitenreihenfolge sind. Und wir haben den grossen Vorteil, dass das Sattel am Anus hier unten eben nicht angegliedert ist. Und dort haben wir die gefalzte Bagen mit dem Umschlag ein Brin Sattel am Anus gehabt. Und dort tut das Sattel am Anus die Bücher auf dem Klebebinder klebenbinden. Und dort ist zuerst noch ein Exemplar zeigen, bevor das die ganze Auflage gemacht wird, ob das gut ist. Nachher werden die Bücher einzeln eingeschweißt, haben den Möchenzeichner Produktion und das ist nachher abholbereit für den Kunden.